Willkommen, Freunde. Ich habe es gestern geschafft, Alecto im Siegelgefängnis zu besiegen. Und wie ich das Ganze geschafft habe, was ich gemacht habe, gehen wir natürlich durch, damit ihr es auch hinbekommen könnt. Ich habe keine Glitches oder irgendetwas eingesetzt. Ich habe eher eine langweilige Taktik genutzt. Wo befinden wir uns jetzt? Wir sind in Liurnia und entsprechend hier bei den Mondlichtern, das ist die obere Ebene, kommen wir an. Hier oben haben wir das Siegelgefängnis des Oberhaupts und dort befinde ich mich jetzt auch. Ich habe die Taktik gewählt, so viel Verteidigung wie möglich aufzubauen und dann kontern, blocken, Gegenangriffe. Also ich habe mich teilweise auch bewusst von ihm treffen lassen, damit ich kontern kann. Was habe ich dafür eingesetzt? In meiner Ausrüstung, klar, Game of Thrones Schwert darf definitiv nicht fehlen. Dann irgendein Schild, was körperliche Abwehr 100% hat. Und ansonsten habe ich mal bei mir geschaut, was denn die Rüstung mit der höchsten Verteidigung gegen Schlag, Schnitt und Stich ist. Die habe ich mir angezogen. Das ist hier Lionel's Set. Bei den Schuhen musste ich auf Radahns Set umschwenken, weil mir das Gewicht so ein bisschen einen Strich in die Rechnung gemacht hat. Bei den Talismännern bin ich voll auf HP gegangen. Hier haben wir dann einmal das große Amulett für eine erhöhte Lebenspunkteanzahl. Ich habe nochmal ein Amulett angezogen, dass körperlicher Schaden reduziert wird. Das Amulett wäre jetzt das Beste gewesen für die Taktik, die ich eingesetzt habe. Ich habe allerdings den Goldskarabäus drin gehabt. Kleiner Fehler von mir. Und zum Schluss nochmal ein bisschen mehr Lebenspunkte, Ausdauer und dass ich auch ein bisschen mehr tragen kann, weil wie gesagt, Gewicht, ganz großes Problem. Bei der Arzneimischung, das wäre wirklich optimal gewesen. Ich meine aber, dass ich die Arzneimischung für Azurs Komet drin hatte. Das war, glaube ich, ein Fail von mir, aber diese Mischung wäre wirklich deutlich besser gewesen. Die große Rune habe ich nicht aktiviert. So viel erstmal zu dem, was ich ausgerüstet habe. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie ich den Kampf einigermaßen erfolgreich überstanden habe. Wir sind jetzt im Siegelgefängnis. Sobald wir den Kreis verlassen, triggern wir ihn. Zuallererst habe ich ihn gleich mal einen Schlag verpasst. Da sind wir recht safe unterwegs. Direkt zu Beginn hat er mich gepackt, wenn er seine Hand nach hinten nimmt und ja, tut, als wenn er greifen würde, wisst ihr, dass er das Zeug macht. Ansonsten, meistens habe ich das Schild nach vorne genommen. Wenn er mich getroffen hat, könnt ihr einen schweren Angriff sofort ausführen. Da habe ich jetzt die falsche Arzneimischung reingezogen, wie anfangs schon mal gesagt. Und ansonsten, da will er mich wieder packen. Gibt es, das Packen ist assig, definitiv. Aber es gibt eine Attacke, die deutlich heftiger ist. Wenn er einen Sprung macht, haben wir im Nachhinein, das ist jetzt die Attacke, der wir unbedingt ausweichen sollten. Habe ich in dem Fall nicht gemacht. Die macht wirklich am meisten Schaden. Alles andere kann man wegstecken. Wenn er den Sprung macht und auf dem Boden landet, verbleibt er dort meist so circa 2 Sekunden. Das gibt uns Zeit, einen schweren Angriff zu platzieren. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Angriff, wenn er die Klinge nach hinten hebt und die dann rot leuchtet. Macht er entweder diesen Energieangriff nach vorne. Normalerweise kann man dem einfach ausweichen, aber klar, in einem Bosskampf, da haben wir sie schon wieder gesehen, in dem Bosskampf, da macht er jetzt die etwas heftigere Attacke, da bin ich weggekommen. In dem Bosskampf setzt bei mir teilweise auch der Verstand und die Logik aus, von daher, wir haben ein bisschen Zeit drauf zu hauen. Von daher funktioniert dann nicht immer alles so, wie es soll. Dennoch hat das funktioniert. Er hat uns wieder getroffen, direkt gekontert, ist leider nicht sauber durchgegangen, schon wieder nicht. Also das klappt nicht immer. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Versuche gebraucht, um ihn dann mit dieser Taktik platt zu machen. Aber andere Taktiken haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Deswegen musste ich diese einsetzen. Wichtig ist, immer so ein bisschen auf die Ausdauer achten, dass die uns nicht ausgeht. Haben wir keine Ausdauer, können wir nicht ausweichen. Dem Energiestrahl, wenn wir genügend Distanz haben,
können wir auch ausweichen, indem wir einfach nur zur Seite gehen. Also das Ding verfolgt uns nicht, sondern ist ein gerader Angriff nach vorne, nach links oder rechts gehen, reicht teilweise auch aus. So, da ist er auf dem Boden. Ich hätte angreifen können, er hat mich aber getroffen, hat nicht funktioniert. Wenn er Distanz zu uns aufbaut, ist das mit die einzige Möglichkeit, hier wirklich einen Trank sich reinzuziehen. Dadurch, dass er wirklich verdammt schnell ist, hin und wieder auch mal einen Sprungangriff, da nochmal einen schweren Angriff hinterher. Und so bin ich jetzt quasi vorgegangen. Ja, er macht schon teilweise böse Aua, aber alle anderen Taktiken oder Glitches, die ich ausprobiert habe, haben überhaupt nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, gut, mache ich es halt auf die klassische Art. Da macht er jetzt wieder den heftigen Angriff, bin ich wieder nicht weggekommen. Man hat aber auch gesehen, die Klinge hat geglüht. Er hat dann quasi so einen Sprung nach oben gemacht, nach hinten weglaufen, kurz vorher nochmal nach hinten sliden oder zur Seite sliden und dann kann man dem auch ausweichen. Aber wie gesagt, das ist wirklich die einzige Attacke, die hier wirklich richtig böse Aua macht. Selbst das Greifen und dann mit dem Dolch in den Bauch tut weh. Aber diese roten Wellen, die man vielleicht auch teilweise von Malenia kennt, sind die schlimmsten. Zum Schluss siegt natürlich wieder die Gier. Ich bin ein bisschen gierig geworden, wollte ihn unbedingt platt machen. Hat in dem Fall auch funktioniert, aber da auch wieder spielt es straight, langsam, ruhig zu Ende. Und die Asche schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Als Belohnung bekommen wir natürlich einen Aschegeist. Den schauen wir uns auch mal an. Ich habe endlich genug Mana, um ihn zu beschwören. Und dieser Aschegeist, ich weiß nicht, ob man ihn als den Besten bezeichnen kann, wobei ich kein Freund davon bin. Das Beste, der Beste, OP und Broken und sowas alles. Aber er ist schon verdammt gut. Er hat auch eine Fähigkeit, die er raushauen kann. Im Vergleich zum Mimic zum Beispiel. Der Mimic hat bei Malenia nicht ganz so gut performt, der hingegen deutlich besser. Ja, er hält ein bisschen weniger aus, aber schadenstechnisch und gerade sein Skill haben dazu geführt, dass er im Alleingang Malenia zu ein Drittel platt gemacht hat. Ja, sie hat sich danach wieder hochgehalten, weil sie mich getroffen hat. Aber prinzipiell hat er auf jeden Fall mit seinem Skill mehr Schaden rausgehauen als der Mimic. Der Mimic hält bei mir aber aktuell deutlich mehr aus als er. Von daher ist am Ende des Tages, denke ich, auch so ein bisschen Geschmackssache, was man davon nimmt. Aber der zählt auf jeden Fall zu den besseren Aschen. Ist auch eine legendäre Asche, braucht ihr also für das Achievement leider.